Warum haben wir noch keine Tesseract-Frequenz für Bienen? Weil wir generell, mach einfach allgemein. Wir haben generell da noch nicht wirklich was. Aber ich brauche langsam Strom. Ja. Sonst arbeiten die Bienen halt nicht. Wir haben auch Strom die ganze Zeit, also. Nein, ich meinte nicht dich, ich meinte eher Multi. So, das heißt, jetzt muss ich hier noch einmal komplett Kabel langlegen. Oh, die Bienen fangen schon wieder an. Hier sind schon die ersten Blümchen gespawnt. willst du den Tesseract nicht vielleicht ein tiefer machen oder so? Das sehe ich wenigstens. Ja, dann mache ich es so. Guck mal, da kommt das erste Zeug. Ja, gut. So, wie heißt es noch? Logistik. Logistik. Ja, ich hab's eingespeichert. Machen wir mal 2000 Stück. Warum auch mal ich so viele MK3-Extractor-Module habe? Also wir müssten dann gleich mal kurz gucken, wie es aussieht, ob das von der Geschwindigkeit her reicht oder... Oder wollen wir einfach laufen lassen und da, wo wir wirklich extrem viel brauchen, packen wir dann im Nachhinein irgendwie temporär oder so nochmal was hin. Wollen wir das so vielleicht machen? Können wir auch machen. Weil ich glaube, wenn ich den Server jetzt wirklich immer laufe, sollte es reichen. Wenn du den Server immer läufst, ja. Laufen lässt. Das Hygiene ist wichtig bei dem Server. Mobb mich nicht. Du mobbst dich selber. Dann mach halt nicht mit, wenn ich mich selber mobbe. Doch. Ich will dich aber geistig und mental unterstützen dabei. Ah, okay. Du hast hier noch ein Energy-Ding vergessen. Hab ich gar nicht, das fehlt absichtlich dort. Ah, okay, gut. So. Aber eigentlich geht das von der Geschwindigkeit. Kommt jetzt darauf an, wie die hier oben gleich arbeiten. Irgendwie hätte ich schon wieder ein bisschen laut Musik an. Bisschen. Ja, also ich höre gerade den Boden beben, so nach dem Motto. Ich sag jetzt nichts. Von wegen hören, wie der Boden bebt. Irgendwann will ich die wirklich nochmal eine reinhauen. Hä, wo sind jetzt die Darcy Energetic? So. So. Jetzt die Frage, haben die Spezialprodukte oder haben die nur ihre eigenen Sachen? Bierleiser, da. Da. Gut, die haben nur ihre eigenen Sachen. Energetic. Excited. Ist nur die Frage. Aha, okay. Bei den Comps. Also wir kriegen aus jedem roten Comp, der hier ankommt, ein Redstone. Jetzt nur die Frage, warum die teilweise ein bisschen sehr langsam arbeiten. Ja, genau. Ja, doch. Das diese ist scheiß Upgrades fertig. Ich könnte ja sagen, da müssen jetzt überall auch Production Upgrades rein, aber dann wirst du mich wahrscheinlich töten. Jetzt das Spiel und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Ja gut, die Energetic ist doch ein bisschen sehr langsam. Noch ein weiter. Also wenn du jetzt hier guckst, Multi. Ja. Jeder rote Comp, der hier ankommt, ist halt ein Redstone. Theoretisch. Also ist doch ein bisschen sehr langsam, glaube ich, auf Dauer. Aber ich glaube, es geht. Das wird sich einpendeln. Wir haben jetzt wie viele Folgen geschafft, ohne Tonnen an Redstone zu verbrauchen? Das kommt noch. Gut. Und an sich müsste ich jetzt hier ein kleines Subsystem kurz aufbauen. Welches langsam halt die ganzen Comps aus unserem normalen System exportiert. Du hast ja drüben einen Mehl-Anschluss. Packst du einfach noch eine zweite Kiste hin. Stimmt. Stimmt, das wäre sogar wirklich eine Idee. Einfach eine zweite Kiste, die exportiert.
Hm, kannst du mir ein Kabel hierher legen? Bin ich schon dabei, wie viel braucht eure Leichter in Channel? Ja, das ist einfach ein Exportbus nur. Aber normal dürfte der dann ja nur exportieren, wenn der andere leer ist. Ja. Das heißt, Extractor MK3 ein paar Mal. Also, nee, 8 Channel reichen, theoretisch. Also bis zu 8 Channel würden locker reichen. So. Extractor. Warum habe ich das nicht letztes Mal schon so gemacht? So. Ach, danke. Dann einmal eine Chest. Und ich habe mein Bier leiser ins System geschmissen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Comp. Ach du Scheiße, haben wir viele verschiedene Comps. Ich beantrage immer noch Roboter, die Fassaden setzen. So, wir haben jetzt hier einmal extra Bies. Wir haben hier Forestry for Minecraft. Gendistry. Magic Bees. Noch was? Ne, das sollten alle vier sein. Ich brauche eine Capacity Card, eine Fuzzy Card und zwei Acceleration Cards. So, ich wüsste aber immer noch gern, warum die Monitore hier nichts anzeigen. So. Der ist irgendwie ein bisschen langsam, kann das sein? Wie viele Channel haben wir insgesamt hier frei? Haben wir noch 3 weitere Channel frei? Du hast noch 7 weitere Channel frei. Ja, kannst du bitte nochmal Exportbusse? Also 4 Stück insgesamt. Ja, muss kurz warten. Ja, ich müssen gecraftet werden wahrscheinlich, oder? Ja. Das heißt 12 von denen. Und jetzt nochmal Magic Bees. Extra Bees. Forestry for Minecraft und Gendistry. So. So. Ja, in beiden blau reinpacken, in beiden die gleiche reinpacken, ist auch intelligent. Aber warum gehen die Kisten erst nach unten in die Kiste und dann wieder hoch? Oder soll das ja sein? Nee, das soll eigentlich nicht so sein. Weil einige von denen gehen einfach geradeaus und andere gehen wieder runter. Nein, die gehen alle hier runter. Oh, sorry. Weil das die Default-Route ist. Nee, dies auch. Okay, so langsam wird's zu viel. Ich weiß warum. Ich bräuchte noch einen Exportbus mehr. Oder wollen wir das System einfach kurz hier hinten aufbauen? Weil wir müssen eh hier hinten hin. Ja, gut. Ja, das Problem ist, die Default-Route, der nimmt ja immer den kürzesten Weg. Und der kürzeste Weg ist halt leider genau, naja, da rein. Von daher kann der sich jetzt hier gerade nicht leer machen. Aber es scheint zu klappen. So, komm. Einmal Forestry für Minecraft. Dann haben wir Magic Bees, Extra Bees und Gendistry. Das sind die 4. So. Dann sollte hier eigentlich nichts rausgesaugt werden von den Comps. Wo soll ich die Chest hinstellen? Oder kannst du die Chest hier irgendwo hinstellen? Ich schließe das dann das System an deins an, Susan. Ist ja auch nur temporär, bis das ME-System leer ist.
beziehungsweise voll mit Honig ist. Okay, dann machen wir es so. Zack, 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 zack. Mit einem Exportbus müsstest du Cleverna einstecken. Ja, du hast aber, glaube ich, ein paar Karten eingesammelt, kann das sein? Ja. Ja, und ich habe einen Exportbus. Danke. So. Und hier sind noch zwei von denen übrig. So, und an sich sollte jetzt das System soweit intelligent genug... Nein, die landen trotzdem alle hier vorne. Ernsthaft? Also zumindest die blauen Körms. Nee, die landen theoretisch alle hier. Ah, wahrscheinlich, weil die alle hier voll sind. Da habe ich dran gedacht, was passiert, wenn die Maschinen voll sind. Gut, dann machen wir es so. Ist immer noch zu schnell? Okay, nee, doch nicht. Ah, wahrscheinlich ist die Kiste hier hinten voll. Könnt ihr hinkommen? Ja. Gut, ich mach sie mal ganz kurz leer. Das heißt, du musst mehr Zentrifugen aufstellen, oder wie? Alles klar. So. Jetzt sollte es sich, glaube ich, wieder fangen. Auch von der Geschwindigkeit von dem hier hinten her. Wenn der überhaupt noch... Ja, der exportiert noch. Aber nur sehr langsam, scheinbar. Oder die Kiste ist im internen Netz immer noch voll. Yep, ist sie. Ja. Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? 1,34 sind wir schon. Ja. Na gut. Ja. Also theoretisch kommt hier Redstone an. Aber leider nur theoretisch. Praktisch könnte das etwas dauern. Ja. Das heißt, du müsstest jetzt hier bloß mehr Zentrifugen aufstellen, damit er mehrere Sachen gleichzeitig machen kann, oder wie? Ja, das wäre jetzt auch, wenn du mir ihm schnell helfen würdest, der nächste Schritt. Ich wollte ihn ein bisschen getrennt machen, aber naja. Ich denke mal, wir werden das eh brauchen. Alleine, wenn wir temporär zwischendurch halt mehr machen. Machst du von unten die Stromverkabelung mal neu? Falsch. Danke. Alter, das Ding ist schon wieder voll? Was? Alter, ich mach den Export jetzt hier aus. So. Was zum Teufel passiert hier eigentlich? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hast du schon Zentrifugen oder wie viele brauchst du? Nee, mach einfach mal 20 Stück oder so. Es liegen noch 48 im System. Ja, sollte reichen. Bleiben wir bei den Energy Conduits oder? Ist mir egal, wenn du was anderes haben willst, können wir auch was anderes nehmen. Na. So, du musst mir jetzt von oben bloß mal ein Loch graben, wo du jetzt die nächsten hinstellen wirst. Überall zwischen den anderen. Anstatt jetzt einen Abstand zu machen, ziehen wir es jetzt gerade durch. Auch wenn das nicht mehr ganz so schön dann aussieht, aber besser als wenn das System voll läuft. Und sei es jetzt erstmal nur temporär. So, was haben wir da denn drin? Extraktor MK3 und Item Sync Default Route. Okay, warum auch immer. So, Rest kann weg. Item Sync. Haben wir gar nicht mehr so viele. Machen wir mal bitte 100 weitere. So, das sollte reichen. Dann Extractor. Haben wir sogar noch einen ganzen Haufen. Gut. Einmal, zweimal. Warte. Sind die Default-Route? Yes.
So. Da habe ich... Ah, verdammt, die habe ich andersrum. So rum. Genau. Was? Ach so, machst du schon für später, oder was? Ja. What? Da. Ja, oder stimmt, wir machen das so. Dann ziehen wir die in eine Länge einfach hin. Dann sieht das nicht ganz so schrecklich aus. Ja, komm. Nee. Logistik. So. Oh, lol. machst du bis hier vorne gut. noch, oder? Weil dieser Stromding, der kommt später weg. Das steht jetzt hier nur temporär. Gut. Gut, so.